Im Juli 1951 trafen Nandlstadt starke Regenfälle. Der Fotograf Van der Hoppe dokumentierte damals die Überschwemmung im Marktzentrum. Das erste Foto wurde in der Pfarrer-Leiwig-Straße aufgenommen. Im Hintergrund seht ihr die Pfarrkirche. Das Wasser scheint hier gut kniehoch zu sein, wohl 40 cm oder höher. Meine Großtante hat mir erzählt, dass sie sich daran erinnert, dass das Wasser vieles mit sich nahm, wie Bauholz von einer Baustelle in der Hausmehringer Straße, das bis in die Pfarrer-Leiwig-Straße vorgeschwemmt wurde. Hier nochmal die Aufnahme in gedrehter Perspektive, im Hintergrund die Hopfenhalle mit dem markanten Kamin. Das Wasser fließt hier vom Berg ab in Richtung Rathaus, daher scheint es sich hier nicht so hoch aufzustauen. Oder vielleicht ist das Bild auch etwas später aufgenommen worden, als das Wasser abfloss und etwas zurückging. Nun befinden wir uns direkt am Rathausplatz. Vor uns das Haus der Familie Gebhardt. Im Erdgeschoss befindet sich hier heute der Marktladen und links daneben das Schuhgeschäft Gebhardt. Hier am Rathausplatz staute sich das Wasser, wobei die Nandlstädter natürlich versuchten, das Wasser davon abzuhalten, direkt in die Marktstraße zu fließen. Dazu wurde, wie man in diesem Bild sieht, eine Holzblockade aufgebaut. Links auf dem Foto ist das Kriegerdenkmal zu sehen. An der Stelle des Gebäudes gegenüber steht heute die Sparkasse. Viele Nandlstädter waren natürlich auf den Beinen, um sich über die Ereignisse einen Überblick zu verschaffen und zusammenzuhelfen. Hier noch ein Blick aus dem Gebäude neben dem Rathaus. Hier sieht man nochmal die Holzblockade und auch die Sandsäcke, die ihren Platz vor der Eingangstür gefunden haben. Als letztes Foto nun der Blick von hinter dem Kriegerdenkmal auf die aufgestauten Wassermassen, die auch noch einen Zaun umgedrückt hatten. Mehr zur Geschichte Nandlstadts findet ihr wie immer auf Facebook und Instagram auf Marktgeschichten aus Nandlstadt. Macht es gut, bis bald! Thank you.